Einen besinnlichen 9. Dezember 2023. Der Stern des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender kommt heute von Diana. Heute gibt es im Kalender kleine glitzerige Perlensterne. Und die Inspiration für mich war heute, dass ich den Stern von gestern mir genommen habe und gedacht habe, ja, da kann man doch auch noch mal eine Zacke vergolden. Und mein Stern hat hier schon einige goldene Zacken, du siehst. Den anderen hier, da kann ich durchaus mit Bling Bling arbeiten und vielleicht da noch was draufsetzen, wenn ich es haben möchte. Aber hier dachte ich mir, da vergolde ich doch mal die Zacken. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Vorher zeige ich dir natürlich, wie ich mir gleich hier noch einen Anhänger stempel und auch embosse. Da haben wir die Technik gleich mal drauf. Und was haben wir hier? Perfekter Pickup. Schon wieder fast in Vergessenheit geraten. Da ist ein Spruch drin, der heißt, zum Weihnachtsfest jede Menge Freude. Ich embosse, das heißt, ich nehme mein Versamark-Stempelkissen. Das ist ein feuchtes Stempelkissen mit vielen feuchten Pigmentpunkten drauf, glaube ich zumindest. So, und da kommt jetzt der Spruch, den setze ich hier hin. Und dadurch, dass das feucht ist, kann ich das gleich in mein Embossing-Stempel, in meine Embossing-Pulver natürlich setzen. Ich mache ein Löffelchen drin, nehme den Streifen und Pulver hier mal drüber. Natürlich auf die Rückseite Pulver, hast du gemerkt, bleibt nichts hängen, war jetzt hier wieder so ein toller Aha-Effekt. Ja, das kann man ein bisschen ausprobieren. Es ist manchmal so, dass es zu dick wird, dann hast du, Tatsache, du ahnst es schon, zu viel gedrückt. Bisschen ausprobieren mit dem Embossen, aber normalerweise funktioniert das ganz gut. Und jetzt wird der Föhn benutzt, der Embossing-Föhn. So, und die ganzen kleinen Pulverkörnchen in Gold sind jetzt hier eingebrannt. Und du siehst, das glitzert auch ein bisschen, je nachdem, wie ich es halte. Wenn es nicht komplett eingebrannt ist, nochmal kurz drüber. Und dann funktioniert das. So, jetzt kürze ich den. Und mache wahrscheinlich auf der anderen Seite ein Loch rein. Nimmst du entweder die Nadel oder du hast eine Lochzange. Und bevor wir den jetzt an unseren Stern hängen, biegen wir den natürlich noch so ein kleines bisschen, dann sieht er etwas gefälliger aus. Und werden da oben dann gleich unser Fädchen anbringen. Aber vorher vergolden wir uns die Zacken. Ja, jetzt haben wir ja keinen Stempel. Wir können natürlich da drauf stempeln. Wir hätten vorher drauf stempeln können, Möglichkeiten ohne Ende. Aber wir können das auch so machen. Dann wird das so ein bisschen rustikal, aber passt ja auch zum Stern. Ich drücke das hier zusammen. Und gehe jetzt mit der Fläche, also nur mit der, die ich gestalten möchte, nämlich das mache ich reihum mit jeder Fläche, hier ins Stempelkissen rein und wische das so über die Kante. Und je nachdem, wie schön ich das mache und wie ich geübt habe, bleibt das jetzt gleichmäßig oder ungleichmäßig, so ein bisschen fransig, finde ich ja durchaus schicki, an meinem Stern hängen. So, und jetzt die gleiche Prozedur wie eben, den Föhn. Und dann wird das wunderbar vergoldet. Ja, Embossing ist eine tolle Technik, kannst du ganz viele Effekte mitmachen. Habe ich auch schon echt viel mit gezeigt. Wird immer mal zwischendurch mehr oder weniger gemacht. Du siehst, hier glitzert mein Stern. Wunderbar. Bin da recht zufrieden. Jetzt sind noch drei Zacken noch. Genau. Mal gucken. Du musst immer gucken, dass du den schön gleichmäßig drückst. So, genau.
Also die restlichen Zacken werden gleich noch vergoldet und ich nehme meine Lochzange schon mal. Das kann ich ja schon machen, das stört ja keinen Geist. Und setze da oben ein Loch rein. Nehmen, wenn ich habe, ein goldenes Fädchen. Ansonsten ist heute der Moment, wo Silber und Gold sich mal begegnen. Es musste ja mal so weit kommen. Da sind sie zusammen. Das Fädchen, das fädel ich hier drauf. Mein kleines Schild. Entweder mache ich das mit Knoten oder ohne. Und dann ist meine sternige Überraschung. Das kleine Mitbringsel vielleicht. So ein Stern, den man mitbringt, wo der andere dann tüfteln kann. Also das kannst du nur bei Leuten machen, finde ich, die sich mit Sternen, die da zumindest was mit anfangen können. Also Sterne kommen nicht bei jedem gut. Aber hier finde ich, da kannst du schon sagen, so, nun denk mal drüber nach, wie der wohl gemacht ist. Ich vergolde den jetzt gleich noch fertig. Hast ja gemerkt, das dröhnt ganz schön. Das lassen wir jetzt mal anders nicht vor der Kamera. Das war die Idee von heute. Die Inspiration, die ich aus dem Sternenpost-Adventskalender heute mitgenommen habe. Und der Spruch des Tages habe ich, da habe ich natürlich auch noch. Ein, und zwar von Thomas Romanus. Die schönste Art des Wartens ist die Vorfreude. Wir sehen uns morgen. Freue mich schon. Vorfreude.